freuen uns sehr, euch heute wieder begrüßen zu dürfen. Und wir haben über die Einweihung geschrieben und über die Gemeinde das Bibelwort: Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Lukas 11, Vers 28. Das ist das Motto, das über der Bibelgemeinde Pforzheim stehen soll. Wer sind wir? Wir sind eine freie christliche Gemeinde. Jesus Christus haben wir von Herzen lieb, weil er unser Erlöser und Herr ist. Gottes Wort, die Bibel, ist die absolute Wahrheit und der einzige Maßstab für unser Leben. Es werden keine Sonderlehren vertreten, sondern in allem lassen wir uns von der Bibel bestimmen und korrigieren, damit noch viele Menschen zum rettenden Glauben an Jesus Christus kommen. Verteilen wir Bibel und Bibelteile in unserer Stadt. Bibelgemeinde, das bedeutet, die Bibel ist die einzige Grundlage unseres Lebens als Christen. In allen Fragen orientieren wir uns an der Bibel allein. Sie ist Gottes Wort, das durch seine Boten vermittelt wird und vermittelt wurde. Gott selber hat darüber gewacht, dass kein Fehler sich eingeschlichen hat. Wer von Widersprüchen in der Bibel redet, hat die Bibel nicht verstanden. Niemals kann sich ein Mensch einbilden, mit seinem kleinen Verstand mehr wissen oder verstehen zu wollen, als Gott durch seinen Heiligen Geist geoffenbart hat. In unserem Glaubensbekenntnis, das Sie nachher hinten mitnehmen können, haben wir Folgendes geschrieben. Wir glauben an die göttliche Inspiration und Autorität, Unfehlbarkeit und Irrtumslosigkeit der gesamten Heiligen Schrift. In allen Fragen des Glaubens und Lebens sowie in allen Bereichen, die Geschichte, Natur und Geografie betreffen. Die Heilige Schrift im Urtext ist in allen Teilen wörtlich von Gott inspiriert und absolut wahr. Wir glauben und erkennen, dass Gott sein Wort über die Jahrhunderte treu und zuverlässig bewahrt hat und lehnen jede Form von Bibelkritik, auch sogenannte gemäßigte Bibelkritik, ab. Die Bibel ist mit dem Buch der Offenbarung abgeschlossen. Kein Mensch darf etwas zu ihr hinzufügen oder etwas von ihr wegnehmen. Liebe Geschwister, wie gut, dass wir die Bibel haben. Wenn sie uns jemand rauben wollte, würde er uns den kostbarsten Schatz, das edelste Gut rauben, das Gott uns für ein glückliches Leben und seliges Sterben geschenkt hat. Lasst uns die Bibel heilig halten. Lasst uns Gottes Wort heilig halten. Denn in der Bibel finden wir Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, der als sündloses Opferlamm am Kreuz von Golgatha sein Leben gelassen hat, um unsere Schuld auf sich zu nehmen und unsere Sünde zu sühnen. So hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wir sind eine freie christliche Gemeinde. Das heißt, wir sind nicht irgendwelchen weltlichen oder kirchlichen Einrichtungen und Dachverbänden unterstellt. Wir gehen zwar in alltäglichen Dingen treu unserer Arbeit nach, wir zahlen unsere Steuern und ordnen uns der Regierung in allen Dingen unter, die nicht gegen Gottes Wort stehen. Aber unser oberster Herrscher und König ist Jesus Christus allein. Freie christliche Gemeinde, das heißt also auch, wir halten uns von allen Dachverbänden und Allianzen fern, die sich immer mehr in die endzeitliche Vermischung der Religionen hineinziehen lassen. Gottes Wort sagt, es ist in keinem anderen Heil, es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie gerettet werden. Kein anderer Name als Jesus Christus. Jesus Christus haben wir von Herzen lieb, weil er unser Erlöser und Herr ist. Wer die Liebe Jesu am Kreuze erfasst, der kann nicht anders. Er wird seinerseits Jesus lieb haben. Auf einem Gemälde, das die Leiden Jesu am Kreuze zeigt, steht: Das tat ich für dich. Und darunter steht die Frage: Was tust du für mich? Unsere erste Antwort auf diese Frage wird die Liebe sein, die Liebe zu den Verlorenen.
Aus Liebe zum Heiland halten wir seine Gebote und laden verlorene Menschen zum Glauben an Jesus ein. Damit noch viele Menschen zum rettenden Glauben an Jesus Christus kommen, wollen wir auch in unserer Stadt Bibeln und Bibelteile und gute Traktate verteilen. Hier wird die Liebe zum Herrn und zu den Menschen ganz konkret. Eines unserer Hauptziele ist die Mission. Die Bibel sagt uns unmissverständlich, dass auch Menschen, die das stellvertretende Opfer Jesu am Kreuze nicht angenommen haben, die endlose Verdammnis in der Hölle warten. Nur wer Jesus hat, hat das Leben. Nur wer an den Sohn Gottes glaubt, erhält eine Wohnung im himmlischen Jerusalem. Lasst uns daher nicht müde werden, auf die Straßen und Plätze unserer Stadt zu gehen, um Menschen vom Retter zu erzählen und ihnen Gottes Wort weiterzusagen. Es ist uns sehr wichtig, in großer Zahl Bibel in unserer Stadt zu verteilen. Abschließend noch eine kurze Übersicht, wie es kam zur Entstehung der Bibelgemeinde in Pforzheim. Wir haben erkannt, dass tausende Menschen in unserer Stadt ohne Gott leben und daher auf dem Weg zur Hölle sind. Hunderte Menschen in unserer Stadt sind ohne geistliche Heimat. Bibelkritik, Irrlehre, Feminismus, interreligiöse Ökumene, Verweltlichung, Unmoral. Dieser Virus hat leider auch viele Kirchen und Freikirchen in unserer Stadt erfasst. Wir sagen es mit traurigem Herzen. Jammern und kritisieren bringt aber nicht viel. Besser ist es, positiv Gemeinde zu bauen und eine Heimat für geistlich Heimatlose zu schaffen. Zu diesem Dienst hat Gott der Herr im Frühjahr 2012 drei Familien in Pforzheim und Umgebung den Auftrag gegeben. Mit 10 Personen, 3 Ehepaare und 4 Kinder aus 3 Generationen beten wir und erkennen, dass der Wille des Herrn für Pforzheim ist. Durch eine wunderbare Fügung hatte der Herr uns 1,5 Jahre zuvor zu einer Studienreise nach Israel zusammengeführt, wo wir uns näher kennenlernen durften. Im Heiligen Land. Danach hatten wir uns teilweise aus den Augen verloren, da wir in dieser Zeit unterschiedliche Gemeinden, zum Teil außerhalb von Pforzheim, besuchten. Nun aber war die Zeit reif und Gott berief uns zu gleicher Zeit aus verschiedenen geistlichen Hintergrund kommend dazu, gemeinsam eine bibeltreue Gemeinde in Pforzheim zu gründen. Wir hatten noch keine Woche gesucht und dachten für diesen Zweck bestenfalls, einen leerstehenden Büroraum irgendwo zu finden. Da zeigte der Herr uns wie durch ein Wunder Ende März 2012 dieses schöne und zweckmäßige Gemeindehaus mit Platz für bis zu 200 Menschen im Gottesdienstraum. Es stand seit 8 Jahren leer und wird uns sehr günstig zur Miete angeboten. Wir sagten ja, obwohl wir zu diesem Zeitpunkt immer noch nur 3 Familien mit 6 Erwachsenen und 4 Kindern waren. Und das war ein echter Glaubensschritt. Außerdem war dieses Gebäude, wo wir jetzt zusammen sind, sehr renovierungsbedürftig. Der Garten zum Beispiel, wo jetzt vor einer Woche Gras eingesät wurde, das jetzt schon wächst, auch ein kleines Wunder. Dieser Garten war komplett ca. 20 cm hoch mit Laub bedeckt und mit Efeu zugewachsen. Wir wussten, da würde viel Arbeit auf unsere kleine Gruppe zukommen. Am 27. April 2012 begannen wir mit der Renovierung. Doch was geschah? Schon vom ersten Tag an schickte Gott uns Helfer, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet hatten. Menschen aus der Nachbarschaft, hier vom Hof. Menschen aus zum Teil weit entfernten Orten bis hin zur Schweiz. Einzelne Personen aus befreundeten Gemeinden. Von Woche zu Woche wuchs die Zahl der Helfer und der Herr fügte immer wieder neue hinzu. Den ersten Gottesdienst wollten wir erst am 17. Juni 2012 17. Juli 2012 durchführen, wenn die Renovierungen einigermaßen abgeschlossen sind. Ja, heute die Einweihung war am 1.7. geplant. Aber Gott entschied es anders. Ein Hilferuf von gemeindlich heimatlosen Geschwistern erreichte uns mit der Bitte, könnt ihr nicht schon im Mai mit Versammlungen beginnen? Wir haben keinen Ort mehr, wo wir hingehen können. Und so feierten wir bereits am 13. Mai 2012 den ersten Gottesdienst hier im halbwegs renovierten Saal. Und wir staunten nicht schlecht, als völlig ohne öffentliche Bekanntgabe ca. 50 Menschen in den Saal eintraten. Ich möchte noch ein Glaubenszeugnis abschließend sagen, zu dieser kurzen Ansprache über das Klavier, das hier steht. Ich erinnere dieses
schöne, gute Klavier. Wir hatten kein Klavier, wir hatten überhaupt nichts, als wir hier anfingen. Und wir brauchten ja dringend ein Klavier, damit wir überhaupt musikalische Begleitung hatten. Auch dies war ein großes Wunder. Ein Klavier ist teuer und wir als drei Familien konnten es uns nicht leisten. Nun war Folgendes geschehen, ein Leser der Zeitschrift, der Schmale Weg, wer aus dem hier hinten auch aussieht, ein Leser dieser Zeitschrift war verstorben. Seine Frau, die wir persönlich überhaupt nicht kannten, seine Witwe, und die nichts von unserer Gemeindegründung wusste und auch von unserer finanziellen Not mit dem Instrument, sie bat genau zu dieser Zeit bei der Beerdigung ihres Mannes nicht um Blumen, nicht um Kränze, sondern um eine Spende. Dann fragte sie Gott, den Herrn, wo das Geld gebraucht wird. Gott legte ihr aufs Herz, die Spende dem christlichen Gemeindedienst, der dieses Haus mietet, zu geben, zur Verfügung zu stellen, um sie dort einzusetzen, wo es am notwendigsten ist. Das Unglaubliche, die Kollekte von der Beerdigung des uns unbekannten Bruders, wir haben ihn noch nie gesehen gehabt, deckte auf den Euro genau die Kosten für das Klavier, die Liederbücher und den Klaviertransport, die in diesem Moment vor dem ersten Gottesdienst anfielen, am 12. Mai dieses Jahres. Und wir staunten hier sehr über Gottes große Güte und Fürsorge. Und wir haben im Verlauf mehrere solche Fügungen und Wunder erlebt. Liebe Geschwister, ich will damit zum Ende kommen und wir möchten sagen, im Vertrauen auf Jesus Christus, in seine große Durchhilfe, in seine gnädige Durchhilfe, wollen wir weiter vorangehen. Dass ihr alle, liebe Geschwister, in so großer Zahl heute hier seid, ist uns eine große Ermutigung. Bitte betet, dass noch viele Menschen zu Jesus Christus finden und wirkt nach Kräften mit, dass der Herr auch in unserer Stadt Gemeinde bauen kann, die ihm Freude macht und in der die Menschen in aller Schwachheit, aber doch von ganzem Herzen in Freudigkeit dienen. Amen. Wir wollen uns ergeben zum Gebet. Geliebter Heiland, wir danken dir für die vielen Wunder, die wir erleben durften, für die vielen Helfer, die von Anfang an schon dabei waren und die noch dazu kamen, für alle Geschwister, die heute mitwirken. Schütte über jeden Einzelnen deinen Segen aus, deine Freude und deine Kraft. Danke für diesen Tag. Danke auch, dass du uns Wetter geschenkt hast, nicht so heiß wie gestern. Gnädigen Regen wollen auch für alles dankbar sein, auch dafür. Amen. Amen. Ich darf meine Frau bitten, um ein Gedicht zu halten. Nach diesem Gedicht wird das bitte der Kinderchor sich bereit machen. Nach dem Gedicht wird der Kinderchor. Wie schön ein Gotteshaus zu haben, wo man in stiller Andacht sei, sich da vom Tisch des Herrn laben, dem Himmelsbrot der Ewigkeit. Wie schön, wenn sanfte Lieder klingen, getrieben von dem Heiligen Geist, die tief in Sinn und Herz eindringen und unsere Stimme Gott lobpreist. Wie schön, wenn Brüder beieinander in Eintracht wohnen in dem Haus und jeder arme Erdenwanderer gesegnet geht von hier hinaus. Dies Haus soll Gott geweiht werden, es ist nun sein für Ewigkeit. Er sieht die Nöte dieser Erde und ist zu segnen stets bereit. Er überschüttet es mit Segen, wenn wir gehorchen seinem Wort. Er ist der Weinstock, wir die Reben, er nährt uns der treue Hort. Wir stehen jetzt in diesem Hause und wollen beten, Herr, zu dir, dass du es hier im Weltgebrause gebrauchst als Zeuge deiner Ehre. O Herr, erhöre unser Flehen, lass dieses Haus zum Segen sein. Es sollen alle Augen sehen, dass wir nur bauen auf dich allein. Wir flehen, dass alle sich bekehren, die zu Besuch hier kehren ein. Lass die Gemeinde sich vermehren und wasche sie von Flecken rein. Schenk Weisheit du den lieben Brüdern, dass sie in Demut gehen vor dir. Dass sie sich dulden, tragen, lieben, du rufst uns zu, o lernt von mir. O segne Herr auch unsere Kinder, wir flehen für sie mit innigem Geist, bewahre sie im Strom der Sünden und rette sie durch deinen Geist. Wir flehen für unsere liebe Jugend, denn sie ist stark, du brauchst sie gern. Lass sie erfüllt mit Geistestugend,
gehen retten Sünder, nah und fern. Wir bitten auch für unsere Alten, die schwach am Körper, stark in dir, die betend ihre Hände falten, erhör ihr Flehen und segne sie. Herr, gib uns Kraft, als Licht zu scheinen in dieser dunklen, öden Welt, zu helfen denen, die da weinen, die unter Druck der Feind gestellt. Gott will nicht nur im Hause wohnen, nein, tief in unserem Herzen drin. Wer zu ihm kommt, dem wird er's lohnen und führt ihn dann zum Himmel hin. Amen. Thank you.
Geschwister, darf ich kurz vorstellen? Mein Name ist Friedrich Freier. Ich komme aus einer Gemeinde von Kleinsachsenheim. Hierher gekommen bin ich durch den Thomas. Er hat mich vor 14 Tagen eingeladen, hat mich gefragt, ob ich ein Wort hätte. Ich habe zugesagt, gerne zugesagt. Ich kenne den Bruder Thomas seit ca. 18 Jahren. Meine erste geistige Heimat fand ich im Haus der Eberts im Keller. Da war meine erste geistige Heimat. Wir wollen auch dem Kinderchor danken, den Kindern und den Jugendlichen, für ihren Einsatz, für ihre Bereitschaft. Und jetzt möchte ich euch bitten, wenn es möglich ist, das sich zu erheben, zu gebeten. Mit euer guten Vater, wir dürfen zu dir kommen in dem würdigen Namen des Herrn Jesus. Wir dürfen kommen dir danken, was du getan hast, Herr, dass du Herzen berührst, dass du durch deinen Geist deinen Willen fühlst und leidest, Herr. Und das, was von deiner Seite kommen muss, das tust du mit Gnade hinzu. Und so dürfen wir dir danken, dass wir heute hier sein dürfen. Auch hast du den Weg hierher von jedem Einzelnen geführt und geleitet. Auch dafür sei dir der Dank und die Ehre. Vater im Himmel, so dürfen wir dich jetzt bitten, dass du es bist, der seine Hand über diesen heutigen Tag hat. Denn du hast ihn in Christus Jesus unserem Herrn gemacht. Und du bist es, der ihn erhält. Denn du bist Gott von Ewigkeit. Und so dürfen wir uns dir anbefehlen von deiner Gnade. Deine Gnade, das wissen wir, überschreiten alles Denken und Begreifen. Und so sei dir die Ehre. Amen. Amen. Geschwister, Freunde, Gäste, ich habe mir überlegt, was für ein Wort darf ich sagen. Dann habe ich einen Spruch gelesen, der hier hinten steht. Den Spruch hat man 100-mal gesehen und 100-mal gelesen. Aber plötzlich war es da, das ist der Spruch. Das wird das Thema sein. Und er steht im Psalm 93, Vers 5, im zweiten Teil, da heißt es, deinem Haus gezieht Heiligkeit, Herr, für alle Zeit. Deinem Haus gezieht Heiligkeit, Herr, für alle Zeit. Wir haben von Bruder Lothar schon gehört, wie es in diesem jetzigen Stand kam. Wir haben von Gottes Führung, Gottes Leitung gehört. Das hat Gott getan. Und jetzt ist dieses Haus voll mit Menschen. Und jetzt liegt es an den Menschen, an den Geschwistern, an den Ältesten, dass Gottes Haus heilig bleibt für alle Zeit. Jetzt müssen wir uns fragen, was bedeutet heilig? Im Hebräischen und Griechischen ist die Übersetzung dann Absonderung. Absonderung. Wenn wir daran denken, was der Bruder vorhin erzählt hat, wie es in Gemeinden zugeht, dann ist das zu verstehen, was Absonderung bedeutet.
Was irgend ihr tut, heißt es in Kolosser, in Wort oder in Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus. Dank sagen Gott dem Vater durch ihn. Alles, was ihr tut, das beginnt, ihr seid heute hierher gekommen. Was ist der Beweggrund? Was ist dein und mein Beweggrund, dass wir heute hier sind? Ging es mir darum, hier vorne zu stehen? Oder ging es der Schwester darum, den besten Salat zu bringen? Oder der Bruder denkt, ohne seine Organisation geht es nicht? Deinem Haus geziemt Heiligkeit. Das Fleisch, die Welt soll draußen bleiben. Der Geist Gottes soll hier regieren. Der Herr Jesus Christus, er ist das Haupt. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, sagt er, da bin ich in ihrer Mitte. In meinem Namen, im Namen des Herrn Jesus, ist er hier Herr? Gestehe ich ihm diese Herrschaft zu? Weiß ich, dass wenn er nicht da ist, dass wir vergebens hier sitzen? Ist es ausschließlich, wie wir schon vom Bruder gehört haben, uns um sein Wort? Oder haben wir noch anderes im Kopf? Ist es uns kostbar, dass wir wissen dürfen, unser Herr und Heiland ist hier? Geschwister, ich weiß, es mögen große Worte sein. Wo mir noch viel fehlt, und bestimmt anderen auch. Aber es ist das Bemühen, das dorthin wollen, auf das es ankommt. In Jeremia 4, Vers 3 lässt Gott Israel durch Jeremia sagen, pflügt euch Neuland und seht nicht unter die Dornen. Die Geschwister, die sich hier zur Gemeinde zählen, für die gilt dieser Vers. Pflügt euch Neuland, sät nicht unter die Dornen. Was bedeuten die Dornen? Wenn wir an Matthäus denken, in Kapitel 13, Vers 22, sagt der Herr Jesus, wie er das Gleichnis, also deutet der Herr Jesus das Gleichnis vom Sämann. Und das sagt er, und das, was unter die Dornen fällt, geht zwar auf, aber wird von den Dornen erstickt. Und die Dornen, sie sind ein Bild für die Sorge der Zeit, für den Betrug des Reichtums, sagt er. Das Menschliche, das Weltliche nimmt uns das ganz gefangen. Dann sehen wir unter Dorn. Oder schauen wir auf zu ihm, zu unserem Heiland, zu unserem Retter. Er weiß, wessen wir bedürfen. Er weiß es, bevor wir sind. Und er lässt uns nicht zuschanden werden. Auf Neuland sollen wir sehen. Auch daran mögen wir denken, wenn wir hier beisammen sind und die Geschwister, die sich zur Gemeinde halten, wenn sie hier zusammenkommen. Was irgend ihr tut,
oder im Berg. Dieses Gebäude an sich steht ganz neutral hier. Wir haben gehört, es stand 8 Jahre leer. Was hier getan wird oder nicht getan wird, das hängt nur von seinen Nutzern ab. Von den Kindern Gottes, denen Gott diesen Raum gegeben hat. Und er möchte das Neuland geflügt wird und das nicht auf Dornen gesät, in die Dornen gesät wird. Wir haben den Vorspann vom Bruder Lothar gehört, wie alles zustande kam. Gott wirkt. Aber jetzt, heute, beim offiziellen Anfang, jetzt gibt es auch darum, daran zu denken, dass seinem Haus Heiligkeit gezieht. Für alle Zeit. Und dafür dürfen wir täglich neu geben. Und dürfen es täglich neu bringen. Und wir wissen, unser Herr erhört Gebet. Amen. Amen. Lasst uns unsere Liederbücher aufmachen und wir singen das Lied gemeinsam, das Lied Nummer 531. Nummer 531. Während wir zusammen das Lied singen, bitte ich, dass die Orchester nach vorne kommt und sich den Platz einnimmt. Nach dem Orchester hören wir noch ein Gruppenlied auf dem Chor.